Du besuchst das sonnige Kalifornien, um in den Santa Lucia-Bergen wandern zu gehen. Dort beschleicht dich ein unangenehmes Gefühl, als würde dich jemand beobachten. Du siehst dich um, kannst aber niemanden entdecken. Dein Blick fällt auf die fernen Bergkuppen vor dir und dein Herz bleibt fast stehen. Auf einem Berg erkennst du die Umrisse einer riesigen, menschenartigen Gestalt. Um die ausgestreckten Arme spannt sich ein wunderschöner Regenbogen. Die geheimnisvolle Figur ist ganz in Schwarz gekleidet. Du kannst das Gesicht nicht erkennen, aber du siehst sehr wohl, dass die Person sich bewegt. Und plötzlich löst sie sich vor deinen Augen in Luft auf. Glückwunsch! Du bist gerade Zeuge der Dark Watchers geworden. Ein Phänomen, das die Wanderer in Kalifornien bereits seit über 300 Jahren in Angst und Schrecken versetzt. Bis heute gibt es keine konkrete wissenschaftliche Erklärung. Wir wissen nur, dass es ein natürliches Phänomen ist. Vermutlich. Einer Theorie zufolge gibt es überhaupt keine Silhouetten. Das menschliche Gehirn interpretiert sie lediglich in Wolkenschatten auf den Bergen. Über die Jahrhunderte wurden Geschichten über diese Legende weitergetragen und das Gehirn nutzt diese Information, um erkennbare Bilder zu liefern. Dasselbe kann dir passieren, wenn du die Konturen eines menschlichen Gesichts auf einem Toast oder einen Hund in den Wolken siehst. Die wahrscheinlichste Theorie führt als Erklärung das sogenannte Brockengespenst an. Dabei wird Sonnenlicht von den Tröpfchen des Nebels oder der Wolken gebrochen. Dadurch entsteht auch der Regenbogen. Der Schatten ist dabei lediglich dein eigenes Abbild, das auf den Berg vor dir projiziert wird. Zu diesen Erscheinungen kommt es für gewöhnlich auch nur, wenn die Sonne hinter dem Betrachter steht. Natürlich oder nicht, die geisterhafte Figur hat dir mächtig Angst eingejagt. Reisen wir also lieber in die Antarktis weiter. Schnee, Eis und helles Sonnenlicht. Ja, auch das ist eine Wüste. Das gleißende Licht blendet dich und du musst blinzeln. In der Ferne sticht etwas Rotes aus der endlos weißen Landschaft hervor. Als du näher kommst, erkennst du, dass es ein Wasserfall ist. Eine ominöse rote Kaskade, die aus einem Gletscher schießt. Keine Sorge, die sogenannten Blood Falls sind harmlos. Vor Millionen Jahren bildete sich ein Gletscher über einem See und ließ weder Sonnenlicht noch Wärme oder Sauerstoff hindurch. Irgendwann gelang es dem See, in einem kleinen Rinnsal durch den Gletscher zu dringen. Wenn solches Salzwasser mit einem derart hohen Eisengehalt auf Sauerstoff trifft, entsteht diese kräftig rostrote Farbe. Weltweit ist dieser Wasserfall einzigartig. Wenn du die Wüste von Namibia besuchst, fällt dir sofort etwas Seltsames auf. Überall auf dem trockenen Grasland findet man beinahe perfekte Kreise, in denen absolut nichts wächst. Diese großen Tupfen werden Feenkreise genannt und du ahnst es schon, es gibt keine Erklärung für sie. Die wahrscheinlichste Ursache sind Termiten, die das Gras rings um ihre unterirdische Behausung auffressen. Das könnte auch die unterschiedlichen Ausmaße der Kreise erklären. Die Insekten fressen sich entsprechend der Entwicklung ihrer Kolonie voran. Doch sie halten inne, ehe sie einer benachbarten Kolonie zu nahe kommen. Die Flächen, auf denen Gras wächst, markieren somit die Grenzen zwischen den verschiedenen Termitenpopulationen. So zumindest die Theorie. Besuchen wir nun Lake Hillier in Australien. Nein, deine Augen trügen dich nicht. Dieser See ist kaugummirosa. Und man kann sogar gefahrlos in ihm baden. Das riesige rosa Gewässer ist ein Salzsee und er ist kein Unikat. Salzseen sind aufgrund einer bestimmten Algenart und anderen Mikroorganismen, die dort leben, rosa. Sie produzieren ein rotes Pigment, um sich vor der Sonne zu schützen. Das Einzigartige am Lake Hillier ist, dass sein Wasser auch rosa ist, wenn du es in ein Glas füllst. Und es bleibt das ganze Jahr lang rosa. Südostasien. Du siehst einen Baum, der aussieht, als hätte ihn jemand angemalt. Doch dieser Regenbogen-Eukalyptus wurde von niemand Geringerem als der Natur selbst bunt angemalt. Seine ungewöhnliche Rinde ändert mit der Zeit die Farbe. Am Anfang sind es Grüntöne, dann Rot, Orange, Lila und schließlich Braun. Dann beginnt der bunte Zyklus von vorn. Blutregen sieht gruseliger aus als irgendein Horrorfilm. In Wahrheit ist er jedoch weder seltsam noch unnatürlich. Menschen erleben leuchtend rot gefärbten Regen bereits seit dem antiken Rom. Manchmal erheben kräftige Winde roten Staub in die Atmosphäre und tragen ihn weit davon. Bis in eine andere Galaxie. Schließlich mischt sich der Staub mit Wolken und färbt den Regen. Übrigens erzeugt Staub aus Kohleminen schwarzen Regen.
Pollen sind für gelben Regen verantwortlich und andere Staubarten können das Regenwasser sogar weiß färben. 2009 kam es in Ishikawa in Japan zu einem bis dato einzigartigen Niederschlag. Es regnete Kaulquappen. Ein möglicher Grund wäre der Wind, der an diesem Tag extrem stark war und die Kaulquappen in die Luft gehoben hatte. Es wäre aber auch möglich, dass große Vögel wie Möwen sie schlicht im Flug fallen gelassen haben. Manche Wissenschaftler glauben, dass die Tiere von einer Wasserhose in die Luft gerissen wurden und später wieder herunterfielen. Übrigens konnte man an diesem Tag nicht nur Kaulquappen vom Himmel fallen sehen, sondern auch Frösche und Fische. Ach ja, und es kann auch Regenwürmer regnen. Manche Menschen behaupten sogar, sie hätten schon Schlangen vom Himmel fallen sehen. Get! Und statt normaler Regentropfen beobachteten Menschen auch mal durchsichtige, geleeartige Tropfen. Australische Spinnen sind berühmt-berüchtigt und um die Menschen endgültig wahnsinnig zu machen, haben sie auch noch fliegen gelernt. Spinnenregen ist in Australien nicht selten. Die Tiere steigen hoch auf Bäume, spinnen einen Seidenfaden und lassen sich von dem Wind davontragen. Normalerweise bemerkt man das gar nicht, aber wenn es feucht ist, machen sich hunderte Spinnen auf die Reise. Die Leute sagen, wenn es regnet oder schneit, kann man die Spinnen an ihren Fäden wie mit einem Heißluftballon zu Boden schweben sehen. Bist du auf dem Fluss Mekong unterwegs, kann es gut möglich sein, dass du Zeuge von aus dem Wasser aufsteigenden glühenden Kugeln wirst. Die Einheimischen nennen sie Naga-Feuerbälle. Die Größe der rötlichen Bälle variiert zwischen klein wie eine Kirsche und groß wie eine Wassermelone. In der Nacht kann man Dutzende oder gar Tausende Feuerbälle beobachten. Wissenschaftler können keine sichere Erklärung bieten, aber man geht davon aus, dass es aus dem Sumpfland aufsteigende, entflammbare Gase sind. Ein lokaler Aberglaube schreibt sie allerdings einer riesigen, im Mekong lebenden Schlange zu. Eine Böenwalze sieht aus wie etwas aus einem Science-Fiction-Film. Diese Wolken bilden sich, wenn warme, feuchte Luft in einen Gewitteraufwind gerät. Sie sind in der Regel Vorboten eines Unwetters. Atemberaubende Regenbogenwolken erscheinen auf luftigen Wattewölkchen nach einem Gewitter. Die luftigen Wolken hängen tief. Wenn der Wasserdampf, den sie enthalten, kondensiert, wirken die Tröpfchen wie Prismen und es entstehen vielfarbige Mützen auf den Wolken. Morning Glory-Wolken sind extrem selten. Sie sehen wie mächtige Rohre aus, die sich über den Himmel erstrecken. Die meisten Wissenschaftler sind sich einig, dass sie entstehen, wenn sich ein Aufwind durch die Wolken zwängt. Die kühlere Luft auf der Rückseite der Wolke hingegen sinkt ab. Der beste, aber nicht einzige Ort, um dieses Schauspiel zu beobachten, ist der Golf von Carpentaria in Australien. Willst du in deinem Urlaub einen Blick auf solche Wolken erhaschen, solltest du zwischen Ende September und Anfang Oktober reisen. Wie Beutel über deinem Kopf hängende Wolken werden Mammatus genannt. Sie geben dir das Gefühl, der Himmel würde herabfallen. Die meisten Wolken entstehen, wenn die Luft aufsteigt. Doch bei Mammatus-Wolken ist das anders. Sie treten auf, wenn feuchte, kühle Luft absinkt und sich mit trockener Luft mischt. Dadurch entstehen beutelartige Ausstülpungen. Wenn du sie siehst, ist mit schlechtem Wetter zu rechnen. Oje. In der Karibik vor der Küste Kubas findet man unter dem Wasser runde Säulen, gepflasterte Böden und symmetrische Steinstrukturen. Es sieht wie eine verlassene Unterwasserstadt aus. Viele Menschen glauben, die Ruinen stammen von einer längst vergessenen Zivilisation. Wissenschaftler haben jedoch Zweifel. Sie behaupten, dass diese Stadt lediglich ein Naturphänomen sei, das vor etwa 5 Millionen Jahren entstand. Solche Scheiben- und Donutstrukturen entstehen häufig in Regionen, wo am Meeresboden Gase austreten. Jeder, der schon mal das nervige Geräusch eines pfeifenden Teekessels gehört hat, kann sich dieses rätselhafte Pfeifen vorstellen. Auch wenn dieses Geräusch nicht so haarsträubend wie manch anderes unerklärliches Geräusch ist, ist es nicht weniger mysteriös. Es ist ungeheuer schwer greifbar. 1997 konnte es lediglich von Unterwassermikrofonen aufgezeichnet werden. Zu dieser Zeit konnten die Forscher die Quelle des Geräuschs nicht ausmachen. Der wahrscheinlichste Grund für das ungewöhnliche Geräusch ist wohl der Ausbruch eines Unterwasservulkans. Trotzdem gibt es nicht genügend Beweise, um diese Annahme zu bestätigen.